Hallo, Ralf Tüte hier mit einer neuen Watchlist. Ja, sorry. Es ist zwar heute ist Donnerstag, aber was ist denn das? War schon mal. Es ist heute ist Donnerstag, aber ich nehme heute schon meine Watchlist auf. Ja, und wie gehabt, ich erzähle euch wieder, was ich in der letzten Woche gesehen habe. Also von letztes Wochenende bis jetzt mit Bewertungen. Ja, los geht's mit diesem Film. Unhinged, außer Kontrolle. Da habe ich schon eine Review gemacht, also eine Kurzkritik auf meinem Kanal. Ja, Rachel muss ihren Sohn Kyle zur Schule bringen und er sich spät dran und steckt mitten im Berufsverkehr fest. Und dann ist vorher ja ein Autofahrer, der an einer grünen Ampel nicht weiterfährt und dann hupt sie und zieht an ihm vorbei. Und das ist halt so ein Psychopath, der sie verfolgt und ihren schwersten Tag ihres Lebens bereitet. Mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Ja, wie schon bei meiner Kurzkritik gesagt, dieser Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Da habe ich auf Blu-ray Paul, ein Alien auf der Flucht gesehen. Und zwar geht es da um die Freunde Graham und Clive. Die kommen aus England nach San Diego zur Comic-Con. Also das sind so richtige Nerds und die sind halt in so einem gemieteten Wohnmobil unterwegs. Und dann fahren sie in der Nähe von Area 51 vorbei und begegnen einem Außerirdischen. Und dann sind sie auf einem verrückten Roadtrip mit diesem Außerirdischen und da schließen sich noch zwei Frauen ihnen an. Ja, diesen Film fand ich nicht ganz so überragend. Ja, also, die Komödie ist zwar für zwischendurch, aber ich fand ihn jetzt nicht so überragend. Diesen Film gebe ich 6 von 10 Punkten. Dann habe ich die Zeichentrick-Anthology, also Kurzgeschichten Heavy Metal gesehen. Zeichentrickfilm für Erwachsene. Ja, es ist so im Bereich Fantasy Science Fiction zu verorten. Also das sind halt so verschiedene Kurzgeschichten. Ne? Zum Beispiel ein Nerd, der auf einem anderen Planeten landet und dort halt als so ein Muskelmann mutiert ist. Oder die letzte Episode, das ist auch die längste auf dieser Blu-ray. Tana heißt die, glaube ich, die Episode. Um eine Kriegerin, die ein Volk rächen muss, was nahezu ausgerottet wurde. Ja, auch ein sehr guter und ansprechender Film, aber auch mit auch das Alter an, also ist von 1981. Diesem Film gebe ich 8 von 10 Punkten. Dann habe ich den Fritz Lang Stummfilm Metropolis gesehen. Das ist diese DVD. So, ja, die Stadt Metropolis wird von Joe Frederson, also das ist der Herrscher über der Zukunftsstadt Metropolis. Und es gibt halt die Leute aus der Oberwelt, die halt so ein Mystiker pflegen. Ich glaube gar nicht, ob das richtige Wort. Und ja, die bilden sich halt weiter in Bibliotheken und Universitäten. Und dann gibt es aber die Unterstadt, wo die Arbeiter bis zum Umfallen schuften müssen. Und der Sohn von Jo Frittersen, Freda, oder Feder. Freda heißt er, genau. Ich muss gerade den Namen ablesen, weil ich den Namen nicht mehr wusste. Ja, da geht dann halt in die Unterstadt und zu den einfachen Arbeitern. Und dann erschafft der Wissenschaftler Rotwang
Eine Maschinenmenschen mit dem Aussehen von der von Maria. Also Maria, das ist eine Frau, die halt in der Unterstadt so, also die wird so als fast schon wie eine Art Prophetin verehrt. Und diese falsche Maria, ne, die wiegelt dann die Arbeiter auf. Und dann kommt es halt fast zu einer Katastrophe. Diesen Film gebe ich 7 von 10 Punkten. So, dann habe ich den Film Far Cry gesehen. Das ist eine Spielverfilmung. Das ist die DVD hier. Uncut, länger als im Kino steht drauf. Ja, der Ex-Elite-Soldat Jack Carver, der führt ein beschauliches Leben. Also er ist Skipper mit einem Boot und fährt Touristen auf einem auf einem See oder auf einem Meer und die Wale beobachten wollen. Und dann taucht die Journalistin Valerie auf und die überredet dann Jack zu einer Insel zu fahren, wo eine Militärbasis ist. Und dort werden Genexperimente an Menschen durchgeführt. Und das ist halt der zwielichtige Dr. Krieger, gespielt von Udo Kier. Ja, und der führt halt diese Genexperimente durch. Ne? Und dann, ja, dann kommt es auch zu Explosionen und zu Shootouts und so. Ne? Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Film. Regie hat Uwe Boll geführt. Dieser Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Da habe ich die Fantasy-Komödie Nachts im Museum 2 gesehen. Das ist diese DVD hier. Ja, die Exponate aus dem New Yorker Naturkundemuseum, die werden in ein anderes Museum, in das Smithsonian gebracht und dann kommt es dort halt zum Zwischenfall, also der ägyptische Pharao Kamun-Ra, der will halt eine Armee von Untoten entfesseln die sollen halt über die Erde herfallen, die er halt beherrschen will. Und ihm schließen sich Ivan der Schreckliche, Napoleon und Al Capone an. Und Larry, also der Nachtwächter aus dem ersten Teil, der versucht halt alles, um die Pläne von Kamun Ra zu durchkreuzen. Und Hilfe bekommt er von der Luftpionierin Amelia Earhart. Ja, auch ein sehr kurzweiliger und unterhaltsame Fantasy-Komödie. Dieser Film bekommt von mir 6,5 von 10 Punkten. Und dann habe ich noch den Fantasy-Action-Film Sucker Punch gesehen, wo die Teenagerin Baby Doll in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Und dann ihr soll eine Lobotomie durchgeführt werden. Ja, und immer wenn sie immer wenn Musik läuft und sie tanzt, dann besteht sie Abenteuer mit ihren Mitinsassinnen in verschiedenen Fantasy-Welten und sie muss dann halt verschiedene Aufgaben dort lösen und da müssen halt Sachen zusammengesammelt werden. Aus der Anstalt zu fliehen. Ja, diesen Film fand ich jetzt nicht ganz so überragend, aber bleibt trotzdem in meiner Sammlung. Diesen Film gebe ich ebenfalls 6,5 von 10 Punkten. Ja gut, das ist meine Watchlist für heute. Alle Filme, die ich in einer Woche gesehen habe. Und das war's mit diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und eine positive Bewertung gelassen, würde mich sehr freuen. Und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Video.